allerseits, ich bin die Katja, ich mache mit euch heute ein bisschen Sport und zwar auf dem Videokanal Rehabital Düsseldorf kann man das sehen. Und wir machen heute ein paar Übungen für die Hüfte, unteren Rücken und Oberschenkel, Vorderseite. Ich habe ein bisschen Equipment dabei, das ist das Original hier von uns, aber wenn ihr das nicht habt, könnt ihr auch Bücher nehmen, eins oder zwei oder auch ein Handtuch. So, wir starten im Stand. Stellt das ordentlich hin, wie ich das immer mache. Ordentlich auf den ganzen Fuß, großen Fußbein, kleinen Fußbein, Ferse belassen. Gleichmäßig atmen. Ich zeige es euch nochmal von der Seite. Schön das Becken nach vorne kippen, den Bauch einziehen, um den unteren Rücken zu stützen. Und dann kreisen wir jetzt die Schultern von vorne nach hinten. Kann man auch ein bisschen schneller machen, je nachdem, wie ihr schon ausgeschlafen seid um die Zeit. Ich musste, um hier pünktlich aufzuschlagen, heute richtig früh aufstehen. Das kostet. Setze ich alles auf die Rechnung. Und mal von hinten nach vorne. Aber bei dem einen oder anderen gibt es vielleicht jetzt sogar gleich schon ein Mittagessen. So, dann von vorne nach hinten und wir werden ein bisschen größer in der Bewegung. Schön über die Seite nach außen die Arme. Handflächen drehen wir auch nach außen. Knie bleiben gebeugt. Arme sind schön angespannt. Und von außen nach innen. Schön groß werden und wir lassen die Arme mal oben, kommen auf den Vorfuß, recken und strecken uns und ziehen uns mal lang, auch die Flanken lang ziehen, nicht nur die Arme an die Decke strecken. Oh, und gleich wird mir schon warm. So, und dann kommen wir nach unten mit dem ganzen Fuß und lassen die Arme von vorne nach hinten durchschwingen, machen den Rücken rund und wieder gerade, damit die Arme nach vorne führen, ausatmen, einatmen. Richtig schön mit Schmackes an der Seite vorbei. Und dann lasse ich mal hängen. Alles ganz entspannt. Bauch ziehen wir natürlich trotzdem ein. Und lassen die Arme ausbaumeln. Rollen uns auf. Wirbel für Wirbel. Schultern halt zu unserem Kopf. Nimm die Arme dazu atmen ein. Und atmen aus. Ruhig nochmal einatmen. Und atmen aus. Gut. Schütteln uns aus. Und die Beine lockern. Und dann werden wir hier ganz stehen. Achten wieder auf unsere schöne Körperhaltung, Körpermitte fest, Bauch schön einziehen. Aber lassen wir erstmal an der Seite hängen und pendeln mit dem ganzen Körper über den ganzen Fuß nach vorne und nach hinten. Nimm die Arme mal so locker mit. Kannst dich richtig schön nach oben schieben, auf den Vorfuß, bisschen drehen für die Waden. Achte bitte darauf, dass du nicht in der Hüfte vor und rück wibbelst, sondern wirklich den ganzen Körper mitnimmst. Und du kannst auch mal gerne die Augen schließen dabei. Das Gleichgewicht nehmen wir auch noch dazu. Genau, ruhig mal ausprobieren, wie sich das anfühlt für dich. Wenn du unsicher bist, kannst du auch gerne ein bisschen breiter stehen und dich dann nochmal vorne bewegen. Das ist ein bisschen leichter. Und machst dir das, wenn du die Beine enger stellst, ein bisschen schwieriger. So, die Arme baumeln an der Seite wie ein Kreis, gehen gleich. Muss ich selber überlegen, schon so lange nicht mehr gemacht. Und schön von vorn nach hinten über den Vorfuß dich abrollen. Wenn es dir zu doll zieht in der Wade, machst du mal eine kurze Pause, bleibst einfach stehen, die Arme machen weiter, auch mal die Richtung wechseln. Und wenn du wieder kannst, nimmst du die Beine dazu. Und auch immer noch mal gerne die Augen schließen. Und wir kommen zum Ende. Wir bleiben einfach stehen und stellen uns ordentlich wieder hin. Lösen die Beine im Wechsel. Gerne ein bisschen enger stehen, schön breit. Damit man nicht immer breiter steht, hängt man gerne mal sein Gewicht auf die Hüfte rechts und links. Und wir wollen ordentlich mit der Hüfte arbeiten und sie nicht belasten. Deswegen versuchen wir das zu vermeiden. Nimm ganz locker die Arme mit, dass die auch was zu tun haben. Solltest du gehen. Achte darauf, dass die Beine hier vorne bleiben und nicht irgendwie hier hinten sind. Körpermitte fest. Weiterhin anspannen. So, wir balancieren uns aus auf dem rechten Bein. Das linke heben wir an. Und versuchen es mal in die Luft zu ziehen und wieder abzusetzen. Heben und senken. Arme kannst du gerne nach vorne ausstrecken, als wolltest du dich hier irgendwo festhalten. Manchmal hilft das ein bisschen.
heben und senken. Wenn du unsicher bist, stell ruhig deine Fußspitze auf und heb dann wieder an. Auf Hüfthöhe mit dem Knie. Bestenfalls und in der Luft lassen das Bein. So, davon machen wir noch 8. 7. Richtig schön gerade stehen. Atmen. Immer mal gerne die Augen schließen. Gleichmäßig atmen. Noch 2. Und einmal noch. Und lösen. Ausschütteln. Arme wieder schön vorbereiten. Anheben. Und das ja auch gerne hier unten, wie es für dich am besten ist. Wir lösen links. Und heben an. Ausatmen. Einatmen. Aus. Und ein. Um es dir ein bisschen schwieriger zu machen, kannst du, wenn du das Bein hochziehst, die Fußspitze anziehen. Und wenn du das Bein senkst, die Fußspitze wieder nach unten strecken. Anheben. Aus. Einatmen. Versuche nicht auf der Hüfte zu hängen, auf der Standbeinhüfte. Das Gewicht schön gleichmäßig verteilen, Standbein gebeugt. Gerne auch immer mal die Fußspitze aufstellen, wenn du merkst, es wird schwerer. Versuchen durchzuhalten. Noch 8, 7, 6, 5. Machen wir noch ein bisschen mit den Armen noch dazu, damit es ein bisschen schwieriger wird. Wir nehmen wieder das rechte Bein, linkes Bein, das Standbein. Entweder lässt du die Arme, wie sie sind, oder du öffnest und schließt beim Heben und Senken der Arme. Schöne Vorbereitung, Brust raus, Bauch rein. Und wir starten mit Bein in der Luft lassen oder kurzfristig aufsetzen, Arme öffnen. Aufmachen. Schön die Schulterblätter im Rücken zusammenziehen. Po-Muskulatur fest. Versuchen durchzuhalten. Lieber ein bisschen leichter arbeiten, aber dranbleiben. Wir haben noch 8. 7. 4 Stück. 3, 2 und halten und federn. Wenn du magst, kreist du dazu die Schulterblätter. Nicht einfach nur die Arme fuchteln, sondern schön die Schulterblätter dabei kreisen. Ohne Hohlkreuz. Oder noch andersrum die Arme. Wenn du nicht mehr kannst mit deinem Bein, stell es ab und mach nur die Schultern. Ist nicht schlimm. Und lösen auf. Bein ab, Arme weg. Mal hier ein bisschen ausschütteln. Wahrscheinlich merkt ihr es schon, so ein bisschen im Hüftbereich. Und wir haben auch noch die andere Seite. So, ein bisschen andere Arme. Gleichen Stand. Wir nehmen die Arme wie ein Kreuz über die Seite heben und senken. Wenn euch das zu schwer ist, bleibt einfach hier oder macht nochmal die Variation von eben. Okay, andere Seite. Immer schöne Vorbereitung. Nehmt ruhig schon mal die Arme mit. Probieren wir mal. Bein heben und senken. Erstmal trocken. Nur das Bein mit der Hüfte. Und wenn du soweit bist, nimmst du die Arme dazu. Ist ein bisschen schwieriger als auf der anderen Seite. Gerne auch mit Augen zu. Gerne mit Fußspitze anwinkeln. Muss ich auch selber überlegen. Ist gar nicht so einfach. Alles drei Sachen zusammen. Oder stell mal kurzfristig deine Fußspitze ab, wenn du merkst, es wird zu schwer. Versuchen durchzuhalten. Schön atmen. Nicht die Standbeinhüfte belasten. Wir haben noch 8. ich glaube noch 4. 3. Und der letzte haben wir gehalten, oder haben wir nicht? Doch, wir haben. Also, Schulterblätter ziehen im Rücken zusammen, Bein kann federn oder stell es ab, atme. Kurz mal die Arme wechseln, dass wir auch die andere Seite haben. Schulterblätter im Rücken schließen und lösen auf. Erst die Beine. Also, ich glaube, das war ein bisschen anstrengend.
So, wir haben vorne gemacht, wir machen hinten noch und dann machen wir noch Seite. Stell dich mal seitlich hin, damit ihr seht, wie es aussieht. Die Arme nehmen wir an die Seite oder stell sie auf deine Hüfte. Nimm ruhig die Beine über die Seite ein bisschen auf, wie so eine kleine erste Position im Ballett. Fangen wir mit der rechten Seite an, stell das Bein auf die Fußspitze, ohne hier im Hohlkreuz zu stehen und natürlich auch den Bauch ausstrecken. Fußspitze flex, wir heben das Bein an und senken. Wenn dir das zu viel ist, starte hier von der Anfangsposition und schieb einfach nur dein Bein zurück und komm wieder in die Ausgangsposition. Bitte nicht auf der Hüfte hängen. Ja, mach das, was für dich am besten ist. Die Arme können auf der Seite sein. Wir starten mit dem rechten Bein in der leichten Variante oder in der schweren. Jeder macht seins, heben und senken. Man kann die Übungen vielleicht auch am besten mal vom Spiegel machen. Schlafzimmerspiegel oder sowas, wenn ihr sowas habt. Dann kann man nämlich wunderbar sehen, vor allem wenn man so seitlich steht, dass man nicht schief ist, nicht auf der Hüfte hängt, immer schön gerade ist, die Schulterblätter nach hinten zieht, ja, nicht im Hohlkreuz steht. So, und alles hinten. Schön zurück. Den Po anspannen, ausatmen, einatmen. 8 Stück auf der Seite. Knie ist gebeugt. Wenn du merkst, es wird dir zu viel, dann machst du einfach ein paar weniger Wiederholungen. Aber wir versuchen durchzuhalten. So, noch 4 und 3. Schön den Popes zusammenkneifen. Der letzte. Wir lösen auf, kommen erst mit dem Bein zurück, dass wir sicher stehen und dann die Arme weg. Kurz ausschütteln, kannst du dich nach dem Hintern ein bisschen. Kommt der Partner vorbei und holt ein bisschen drauf zum Aufwachen. Andere Seite. Schöne Vorbereitung. Entweder in der einfachen Position oder in der schwierigeren. Fußspitze flex in der schwierigeren Position. Und wir starten. Oder nimm die Arme in die Hüfte. Gerne mit Augen zu mal zwischendurch. Den Po ganz fest zusammengekniffen lassen. Wir machen noch 4. Stimmt nicht, 8, haben wir gesagt. Ich warte schon auf meinen Feierabend. In der Sonne. Auf meinem Stühlchen. So, jetzt aber 4, 3, 2 und der letzte und lösen. Einmal noch, ein bisschen mehr bewegen mit den Armen, genau wie mit der anderen Übung mit Beine vorne. Wir starten, rechtes Bein ordentlich aufstellen, leichte Variante oder schwierige. Wenn du magst, gehen die Arme nach oben, löst dein Bein und wir öffnen die Arme über die Seite und schließen wieder zusammen mit dem Bein. Öffnen über die Seite und schließen. Aus der leichteren Variante ist das genauso. Du bleibst auf der Fußspitze und kommst hier wieder in den Ausgangsbereich. Nach hinten, nach vorne. Schwieriger ist immer ein bisschen mehr Beine in die Luft. Oh, Arme vergessen. So, 8 Stück. Lass die Arme schön im Blickfeld, damit wir auch hier nicht im Hohlkreuz enden. Gerne mit Augen zu. 4 noch, 3 noch, 2 noch. Und der letzte. Lass die Arme mal oben, Bein federn nach hinten. Atmen. Wenn es dir zu viel ist, stell die Fußspitze ab und einfach nur halten. Und mach dich ganz lang. Spannung in die Rückseite. 4, 3, 2, 1. Komm mit dem Bein zurück. Lass die Arme einfach oben, Knie gebeugt und lass die Arme mit Schwung in der Aufwärmphase nach hinten durchhängen und roll dich wieder auf. Nochmal, ein bisschen Rücken entlasten, Arme einatmen und ausatmen. Und aufrollen. So, wir haben die andere Seite. Und zwar die Arme, muss man überlegen, lassen sie unten und nehmen sie nur bis zur Seite nach oben. Und wieder senken. Gleiche Übung, anderes Bein, starten und heben und senken. Standbein gebeugt,
Gerne die Augen zu. Aus und ein. Aus und ein. Ohne auf der Hüfte zu hängen. Ja, nicht hier unten sein, immer schön gerade. Wir haben noch 8, 7, 6. Schulterblätter schließen. 4, 3, 2. Und der letzte hält klein mit dem Bein oder einfach stehen. 4, Bauch fest. 3, 2. Und lösen. Ah, schön. So, stellt euch mal ein bisschen breiter hin als Hüftbreit. Wir lockern mal ein bisschen. Eine letzte Übung haben wir mit der Hüfte und kreis sie erstmal. Ah, schön. Ein bisschen ausstreichen gerne. Und mal andersrum kreisen. Und mal ein bisschen schieben. Rechts nach links. Genau. Ein bisschen Beine wieder schließen. Gut, für die andere Übung könnt ihr entweder am Boden stehen bleiben oder wer es ein bisschen schwieriger haben möchte, nimmt sich seine Bücher oder ein Buch oder auch gerne ein Handtuch. Wenn ihr das Handtuch nehmt, könnt ihr auch gerne die Schuhe ausziehen. Ist noch ein bisschen schwerer. Ich mache mal die mittlere Variante und nehme das Buch, stelle mich drauf mit dem linken Bein. Wenn ihr keine Bücher habt, geht das genauso, erstmal ein bisschen so zur Vorbereitung. Lasst die Fußspitzen ein bisschen nach außen. Stehen auf links und lassen das rechte Bein locker durchhängen. Auf den Büchern ist das natürlich ein bisschen leichter, ja, weil man dann das Bein ganz locker in der Hüfte schwingen kann. Arme locker mitnehmen. Trotzdem die Po-Muskulatur aktivieren und den Bauch, damit wenn das Bein nach hinten schwingt, wir nicht im Hohlkreuz stehen. Einfach nur mal so ein bisschen zur Vorbereitung. Ausbaumen und wir wechseln die Beine mit Buch oder ohne Buch oder Handtuch. Fußspitze zeigen so Ticken nach außen und wir lassen auch hier das Bein ganz locker in der Hüfte hängen. Stammbein gebeugt. Sehr gut. Okay, gut, wir wechseln hier die Seite. Lassen die Fußspitzen jetzt vorne, kommen zur Übung. Nehmen die Arme erstmal auf die Seite, um sie auszubalancieren. Fußspitze anheben. Beide Knie bitte nicht durchgedrückt, immer schön gebeugt. Und wir spreizen das Bein zur Seite ab und kommen wieder zurück. Zur Seite, wieder zurück. Wenn das schwer für dich ist, dann komm runter von deinem Buch, mach es hier im Stand und schieb das rechte Bein auf der Fußspitze einfach nur zur Seite und tu es wieder zurück. Ja, aber nicht einfach also zack, zack, rum, weg, sondern richtig schön mit Schmackes rausziehen und wieder zurück. Bauch einziehen, alles anspannen. So, in der Luft, zur Seite, bisschen halten ruhig und kommen wieder zurück. Zur Seite, Arme könnt ihr, wie ihr wollt. Körpermitte fest. Und das Bein geht so hoch, wie es die Hüfte zulässt. Ausatmen und einatmen. Raus und rein. Noch ein bisschen. Wir haben noch 8. Komm, versuch durchzuhalten. Nicht auf der linken Seite hängen. Immer schön atmen. Nach oben arbeiten. Brustbein anheben. 4. 3. 2. Da können wir gleich noch eine schöne Kombiübung draus machen. Lösen. Kommen erst sicher zurück mit dem Bein. Kurz ausschütteln. Andere Seite. Ein bisschen was ging, damit ich noch alles schaffe. Schöne Vorbereitung. Fußspitze flex. Seit und komm zurück. Oder du machst es ohne Buch auf dem Boden. Schöne Körperhaltung. Versuchen durchzuhalten. Immer mal, wenn ihr habt, in den Spiegel gucken. Damit wir nichts belasten, sondern ordentlich mit dem Körper arbeiten. So, wir haben noch 8. Dann 7. Gerade stehen und lächeln. Noch
außen oder einfach stehen und halten. 4, 3, 2 und lösen. So, mal kurz ausschütteln. Stell dich nochmal auf zum Lockern. Mal ein bisschen die Füße abholen. Rollen. Rollen war das Wort. Und dann hängen wir die Kombi-Übung noch schnell dran. Starte nochmal auf rechts, also beziehungsweise links, um mit der rechten Seite zu arbeiten. Oder ohne Buch, wie du magst. Ich überlege die Arme, damit die auch noch was tun. Die Arme von hier, von der Mitte, heben wir sie an und senken. Das hat man auch nicht, wenn du sicher bist. Entschuldigung, wir starten von hier und erstmal ohne Arme, schieben das Bein zur Seite, am besten in der Luft, wieder zurück, Seite, wieder zurück, heben, wie ganz am Anfang, senken, heben, senken. Okay, im Wechsel, Seit, kommt zurück, heben, senken. Die Arme dazu, Seit, kommt zurück, heben, senken. Versuch, Seit, ich muss auch überlegen. Aber machen das Gleiche, nur die Beine nicht. Das sind immer so schöne Sachen, die ich mir für euch ausdenke. Bleibt dran. Wenn es zu schwer ist auf dem Buch, mach es am Boden, auch gerne ohne Beine abheben. Komm, noch 4 Stück. Arm bleiben oder du lässt die Arme hier vorne zur Sicherheit. Mach das, was für dich am besten ist. Nimm die Pause. Entschuldigung. Komm, noch 4. Wir versuchen. Bin auch ein bisschen aus der Übung, wie ihr seht. Konzentrieren. Schön die Rückenmuskulatur mitnehmen. Und letzter. Pussli. Ausschütteln. Dieser tut schon ziemlich weh. Da haben wir ziemlich viel drauf gestanden, immer rechts und links. Letztes Mal, genau wie auf der anderen Seite. Schöne Vorbereitung. Arme, wenn du magst, wenn nicht, dann nicht. Und wir starten wie immer zuerst mit den Beinen. 2 raus und 2 vor. Okay, zusammen mit den Armen, wer mag. Arme machen das Gleiche, die Beine nicht. Oh, das ist nicht mehr eine gute Seite, merke ich gerade. Schön vorsichtig, gerne mit Augen zu, mach es langsam, kontrolliert. Komm, die letzten 8 durchhalten, versuchen. Ohne im Hohlkreuz zu stehen. Konzentrieren. Dranbleiben, gleich geschafft. Wir haben noch 4. Oder wenn du merkst, es wird dir wirklich zu viel, lass die Arme weg, mach nur die Beine. Die letzten beiden. 4, 3, 2. Letzter. Lösen. Ausschütteln. So, bleibt einfach mal stehen vor eurem Hilfsmittel. Breitbeinig. Schöne Körperspannung wie immer. Atmen wir ein, Kinn auf die Brust, rollen uns abatmen aus. Wenn du unten angekommen bist, schiebst du dein Hilfsmittel einfach mal ein bisschen weiter nach vorne von dir weg, dass keiner stolpert. Lass dich ein bisschen hängen. Und roll dich mit der Ausatmung wieder auf. Ganz langsam. Schulterkreisen, Hals zur Seite, Kopf. Okay, dann stell dich ruhig mal schräg auf das linke Bein. Die rechte Ferse stellen wir vorne vor uns ab. Schieben den Popo weit nach hinten. Achten darauf, dass die Hüfte gerade bleibt. Nicht hier so schief oder krumm. Knie, Fußspitze zeigt nach vorne Richtung Decke. Und schieb dich weit nach hinten auf den Hintern. Abgestützt auf den Oberschenkel. Mit der Ausatmung versuchst du noch ein bisschen tiefer zu gehen. Atme. Roll dich ab auf dein rechtes Bein. Hol das linke dazu. Steh parallel auf dem Oberschenkel abgestützt. Rollen wir uns auf. Ganz gerade. Gut, steigen wir nochmal ein Stück nach hinten, damit wir Platz haben. Machen das gleich auf der linken Seite. Auf den Oberschenkel abgestützt. Wenn du kannst, richtig weit nach hinten sich setzen. Ruhig mal hier rechts die Fußspitze ein bisschen hochziehen. Genau.
Hüfte gerade lassen, kein Hohlkreuz, Schultern tief. In der Dehnung atmen wir aus und rollen das linke Bein wieder auf und das rechte dazu. Rollen uns auf in den Stand. Gut, wir bleiben nochmal rechts hier stehen, kommen in den Ausfallschritt. Stell dich ruhig auf deinen Oberschenkel mit den Händen. Arme können wir auch nochmal nach oben nehmen und halten. Zieh dich ganz lang nach vorne raus, streck deinen Rücken. Knie gebeugt, Schultern bleiben unten. Nimm einen Arm weg. Okay. Abgespitzt auf den Oberschenkel. Über den Katzenbuckel schließen wir den Schritt. Rollen uns wieder auf und machen das gleiche noch auf der anderen Seite. Hüfte schön, Arme nochmal strecken. Zieh dich lang nach vorne raus. Dehn deine Rückseite ruhig nochmal. Atmen. Abschätzen, auf den Oberschenkel links. Beide Beine schließen, wir rollen uns auf. Und lockern uns nochmal aus. Und her. Genau. So, das war's erstmal. Ihr dürft zum Mittagessen starten. Vielen Dank fürs Mitmachen. Bis ganz bald.